Dem ist nichts passiert. Glück gehabt. Wenn du Bungee springen willst, dann musst du warten, bis deine Mutter tot ist. Vergiss dein Pausenbrot nicht. Lillalein, alles in Ordnung? Klar, Mama. Ich wollte nur fragen, ob ich mir am Wochenende das Raclette von dir ausleihen kann. Machst du eine Party? Ich kann dir beim Vorbereiten helfen. Nee, noch Fabi und ich. Ach so, Robby. Wer ist dagegen? Ist das in Ordnung, wie der sich immer bei dir durchfuttert? Der soll sich mal eine Arbeit suchen. Mama, sag mir einfach nur, wenn ich mir das Raclette holen kann. Ja, immer nur Robby. Robby kommt zum Essen, Robby ist das Wochenende bei mir, Robby hat mein Auto. So ist das halt, wenn man zusammen ist. Gar nicht. Er könnte ja mal dich zum Essen einladen oder dir ein schönes Kleid spendieren. Wie spießig ist das denn? Nee, na, allein. Als kleines Mädchen hast du immer davon geträumt, dass ein schöner Prinz dich entführt und dein Hochzeitskleid eine 10 Meter lange Schleppe hat. So was kann dir dieser Schmarotzer nicht bieten. Ich muss Schluss machen, Mama. Hab ich was Falsches gesagt? Ich mach mir doch nur Sorgen, dass du... Ciao, Mama. Ciao, Lenalein. Lieber Gott, mach, dass sie bald die Augen aufmacht. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Robby? Ach, Frau Glöckner, ich habe Sie gar nicht gesehen. Ja, kein Wunder, wenn du die ganze Nacht in der Kneipe rumhängst, anstatt zu schlafen. Das verstehen Sie nicht. Das verstehe ich sehr wohl. Lena macht jeden Tag Überstunden, während du auf der faulen Haut liegst. Dass du dich nicht schämst. Schon mal was von Wirtschaftskrise gehört? Mir werden die Jobs auch nicht nachgeworfen. Und auch wenn es Ihnen nicht passt, Lena ist glücklich mit mir. Ach ja? Da habe ich einen ganz anderen Eindruck. Wieso? Was hat sie gesagt? Lang macht sie das nicht mehr mit. Kannst du dir nicht vorstellen, dass sie sich jemand wünscht, der ihr was zu bieten hat? Du bist jedenfalls nicht der Prinz, auf den sie ihr Leben lang gewartet hat. Ja, also ich muss jetzt zur Arbeit. Schönen Tag noch. Dass ich den Mund halten soll. Ach was. Geht's gut? Ja, es tut mir leid. Aber es wäre zu schön, wenn sie endlich mal jemand Anständigen hätte. Morgen beisammen. Also, wenn Sie mich fragen, es ist eine reine Verschwendung, so ein fesches Mannsbild. Ich sage ja immer, wenn Sie dick und grauslich sind, sollen Sie ruhig Pfarrer werden. Aber unserer, der könnte viele Frauen glücklich machen. Nein, Frau Lechtaler, grüß Gott, Herr Breitsam-Eder. Ich find's gut so. Trotz, dass er toll aussieht und wenn er sich dem Herrgott so verbunden fühlt. Schmale Herrgott werden die nachts im Bett nicht die Füße. Die Lena, darf ich kurz? Na ja, ja, sicher. Ja, Schatz, was gibt's? Robby ist weg. Und mein Sparschwein auch. Da waren 500 Euro drin. Ich hab's dir doch gleich gesagt, der taugt nichts. Ich liebe ihn aber. Ich wollte ihn heiraten. Ach, Lenalein, bin gleich bei dir, ja? Der hat sie ausgeraubt und ist untergetaucht. Ihre Tochter hat aber auch kein Glück mit den Männern. Frau Lechthaller, ich würde gern ein bisschen früher Schluss machen, wenn es geht. Das Kind braucht mich jetzt. Na ja, bringen Sie mich ruhig auf mein Zimmer. Ich gehe am Wochenende wie immer auf ein Pokerturnier. Und da wollte ich mir vorher sowieso nur ein paar Tricks und Kniffe anlesen. Das kann ich genauso gut allein. Danke, Frau Lechthaller. Das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie mir morgen alles erzählen. Wir haben nämlich ein Faible für tragische Liebesgeschichten. Meine Lena leider auch. Wiederschauen. Hm.
lieber Gott, ich kann das bald nicht mehr mit ansehen. Wenn ich irgendwie helfen kann? Ach, Sie sind Herr Pfarrer, jetzt habe ich fast gedacht, er hätte mir geantwortet. Das hat er wahrscheinlich auch, auf seine Art. Was können Sie nicht mehr mit ansehen, Frau Glückner? Meine Lena, die sucht sich immer genau die Falschen aus. Ihre erste große Liebe, die hat sie mit all ihren Freundinnen betrogen. Da war sie gerade drüber weg, da ist sie an so einen manisch-depressiven geraten. Und da hatte sie am Ende einen Nervenzusammenbruch und musste sogar ihre Friseurmeisterprüfung verschieben. Und der jetzige, ich meine, der Verflossene, der hat sie ausgeraubt. Mhm. Frau Bogner, geht's? Warum kommt sie nicht mit uns nach Padua? Nach Padua? Ja, unsere Pilgerreise für Singles zum Grab des heiligen Antonius. Meinen Sie, das könnte Lena helfen? Ja, so geht es, Frau Bogner. Also ich kann nur sagen, ich habe auf den Padua-Fahrten schon die erstaunlichsten Dinge erlebt. Ah ja? Der heilige Antonius als spirituelle Kraft kann bei der Partnerwahl sehr hilfreich sein. Ich habe schon viele Menschen erlebt, die haben ihrem Beziehungsleben nach der Pilgerfahrt eine Wende gegeben. Ich nenne es inzwischen das Padua-Prinzip, weil es so viel Erfolg hat. Dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin. Ist es teuer? Nein, überhaupt nicht. Die Gemeinde unterstützt diese Fahrten ja nach Kräften. Also, wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie im Gemeindebüro noch jemanden. Dann können Sie gleich einen Platz buchen. Ja, und dann kommt die Lena wenigstens mal auf andere Gedanken. Dann hat er mal Urlaub vom Bemuttertwerden. Glas. Wenn ich sein Handy anrufe, passiert gar nichts. Der Anschluss ist tot. Vielleicht hat er die Rechnung nicht bezahlt. Meinst du? Hast du nachgeguckt, ob sonst irgendwas fehlt? Sonst fehlt überhaupt nichts. Wieso traust du jedem immer nur das Schlechteste zu? Also Lena, du brauchst es jetzt nicht an mir auszulassen, dass du wieder so enttäuscht worden bist. Ich weiß, du hörst es nicht gern. Aber es wäre schön, wenn du mal auf ein paar Dinge achten würdest. Fleiß, Familiensinn, ein gutes Auskommen, keine Laster. Die Nichtraucher und Nichttrinker, die sind abends bei dir zu Hause und nirgendwo sonst. Toll. Du findest es vielleicht spießig, aber die Flitterwochen sind irgendwann zu Ende. Und dann sind das die Dinge, die zählen. Wenn du das so genau weißt, wieso bist du dann allein? Ich bin doch nicht allein, ich hab euch. Schau mal. Eine Pilgerreise für Single. Dieses Wochenende. Der Pfarrer meint, es kann dir weiterhelfen. Sag mal, hast du sie noch alle? Das ist die spaßigste Idee, die ich hier gehört habe. Ich sagte, die brauchst du nicht. Ich fahre doch nicht in Urlaub, ohne schwimmen zu gehen. Andere Richtung. Müssen wir nicht zum Bahnhof? Und wie kommen wir dann nach Italien? Bus! Schon wieder bloß die Mailbox. Ist Gott, Frau Glöckner. Ich versuche gerade unseren Ersatzbusfahrer zu erreichen. Der Küster ist ganz plötzlich krank geworden. Ja. Er schaut, dass Ihre Lena jetzt nicht mit uns fährt. Gell? Michel grüßt. Hallo. Ich muss noch mal kurz. Sind wir die Ersten? Verreisen wir mit dem? Jetzt ist besetzt. Du, das freut mich ganz besonders, dass du jetzt mitkommst. Weißt, für viele in deinem Alter ist das Thema Beziehung ganz wichtig. Aber die wenigsten trauen sich, bei so einer Fahrt mitzumachen. Das finde ich super. Michel geht's weniger um das Thema Beziehung. Er wollte nur unbedingt mit. Ah,
Gott zum Gruß miteinander. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich habe die Gitarre mitgebracht. Ist das hier eine kirchliche Reisegruppe oder was? Schlimm? Hallo? Ich bin der Jumbo. Jumbo? Ja, oder wollen Sie mich lieber Jörg Udo Meyer-Bodling nennen? Oh Gott. Nein, Jumbo ist schon okay. Und Sie spielen Gitarre? Das ist nur, um die Frauen zu beeindrucken. Todsicheres Ding, hat man mir im Laden erzählt. Ach, echt? Hallo, grüß Gott. Hallo. Es freut mich ganz besonders, dass Sie gerade da sind. Der Pfarrer hat mir gesagt, dass Sie schon viele Paare direkt auf der Single-Wallfahrt gefunden haben. Deswegen machen wir die Reise nicht. Single-Wallfahrt? Wir fahren wegen Lena mit. Ich möchte den heiligen Antonius bitten, dass sie den richtigen findet. Und dafür schleppst du mich auf so eine Single-Tour? Grüß Gott, Schrotmann. Teichmann. Kennenzulernen. Jetzt komm, lass uns nicht streiten vor den anderen. Hallo, ich bin der Jumbo. Hallo. Keine Sorge, ich bin schon weg. Wo willst du hin? Nach Hause. Das kommt nicht in Frage. Ich lass dich nicht allein hier. Du kannst mich nicht zwingen. Gar kein Netz. Herr Pfarrer. Violetta. Wie schön. Na gut, ich komme mit. Ja, dann wären wir komplett. Jetzt warten wir nur noch auf unseren Busfahrer. Hallo. Hi, ich bin der Michel. Freut mich, dass noch jemand in meinem Alter dabei ist. Ach, du bist auch 24? Er ist 16. Fast 17. Ich hätte dich älter geschätzt. Ja, am besten wir nutzen die Zeit, bis der Busfahrer kommt, für unsere Begrüßungsrunde. Natürlich, Herr Pfarrer. Ich war schon in Flirtkursen, beim Speeddating. Ich habe Kochen gelernt und Spanisch. Es hat aber alles nichts geholfen. Kann das daran liegen, dass ich Kammerjäger bin? Keine Ahnung. Viele Frauen ekeln sich ja vor Insekten, aber ich bringe die ja nicht mit nach Hause. Bei mir kann man vom Fußboden essen. Danke. Wenn jetzt vielleicht der Wobei Schädlingsbefall ja nicht nur mit Hygiene zu tun hat. Zum Beispiel das Rattenproblem. Naja, jedenfalls bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich will ja nicht ewig allein bleiben. Danke, Jumbo. Wer möchte als nächstes? Ich persönlich suche keinen Partner. Nicht? Wenn Sie noch den Namen sagen, bitte. Ich heiße Gundula Glöckner und wir wollen nach Padua, um für meine Tochter zu beten. Ich würde alles dafür tun, dass sie glücklich ist. Sie ist gar kein Single. Klar ist sie das. Und Sie, Frau? Teichmann, Margitta Teichmann. Ich bin zwar solo, aber ich bin überhaupt nicht religiös. Und ich glaube auch nicht dran, dass man auf die Art einen Mann findet. Und damit das gleich klar ist. Beim Beten und so bin ich nicht dabei, ja? Ich habe die Reise von meinen Kindern geschenkt bekommen, die mich nicht gefragt haben. Und was erwarten Sie sich dann von der Reise, Frau Teichmann? Ruhe. Ich habe 3 Teenager zu Hause, das ist die Höchststrafe. Ich finde, Kinder sind ein Segen, egal wie alt sie sind. Ihre vielleicht. Meine sind Monster. Machen Sie weiter. Winkler, Werner, Kompaniechef in einem Panzerbataillon, geschieden. Leider. Ich wünsche mir keine Partnerin, Teilzeit, Lebensgefährtin oder Beziehung auf Probe. Diesmal will ich eine Katholikin zum Heiraten. Ganz oder gar nicht. Ja, also sie heißt Rosi Sänger und ich bin Doro Paulsen. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Wir haben unsere Männer bei demselben Autounfall verloren. Das ist ein Jahr her. Und seitdem sind wir die engsten Freundinnen. Das versteht dann ja sonst keiner. Rosi meinte, wir müssen wieder nach vorne schauen. Ein mutiger Schritt, auf jeden Fall. Ich heiße Violetta Hagab. Ich mache eine Dolmetscherausbildung und Herr Winkler und ich kennen uns schon aus dem Gospelchor. Ja, und wie Herr Winkler wünsche ich mir jemanden, der genauso gläubig ist wie ich. Ein Seelengefährten halt, mit dem ich über Gott sprechen kann und beten. Einer, der mich auch ohne Worte versteht. Ich will nicht ewig suchen und rumprobieren. Ich will den richtigen, von Anfang an. Cool. Ich heiße Michel Glöckner und ich sehe das ganz genauso. Ach. Danke. Es kann jetzt jeder sein Anliegen an den heiligen Antonius vortragen. Sie müssen nicht mitmachen, wenn Sie nicht wollen, Frau Teichmann. Wenn sich nur jeder auf das konzentriert, was er sich von der Reise oder wie ich immer sage, vom Padua-Prinzip erhofft. Bitte. Hm.
Violette Ragab zu jung. Gundula Glöckner zu alt. Rosi Sänger zu dünn. Doro Paulsen, grässliches Parfum. Magitta Teichmann, ungläubig. Habe ich den Herd ausgemacht? Dora hat geklingelt. Ich habe sie reingelassen. Rosi wirkt irgendwie bedrückt. Wahrscheinlich bereut sie die Idee mit der Reise. Der Pfarrer ist ja ganz nett, aber die anderen... Dann war ich auf dem Klo. Sie hat den Milchkaffee gekocht. Vielleicht hat sie ja den Herd ausgemacht. Heiliger Antonius, hilf mir. Wenn der Busfahrer nicht bald kommt, muss ich mir was einfallen lassen. Ich kann natürlich selber fahren, aber das ist Jahrzehnte her mit meinem Busführerschein. Ich glaube, ich bin die Einzige, die betet. Werner Winkler sieht aus, als wäre er im Geiste bei einer Truppenübung. Und der Pfarrer wirkt total gestresst. Heiliger Antonius, du kannst ja denken, was ich mir wünsche. Vielleicht war es doch keine gute Idee, Michel mitzunehmen. Ich hätte Lena fragen sollen, ob er zu ihr kann. Dann wäre sie auch nicht so allein. Ob ich besser hier bleibe? Jörg Udo Glöckner? Gundula Meyer-Bodling? Jörg Udo Meyer-Bodling-Glöckner? Sensationell. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ist das hier die Pilgertruppe nach Padua? Seien Sie unser Fahrer? Es sieht so aus. Wir sind gerade noch bei der Gebetsrunde. Mögen Sie sich vielleicht einfach dazustellen? Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Vielleicht haben Sie auch einen Wunsch an den heiligen Antonius. Ein Vorschuss, das wäre ganz famos. Ein Vorschuss, ja, das läuft alles übers Gemeindebüro. Ist das ein Problem? Brauchen Sie Geld? Vergessen Sie es. Warten Sie einen Moment, gell? Können Sie ein bisschen weiter weggehen? Störe ich Sie beim Beten? Sie haben eine ganz fiese Fahne. Well, if I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. Pharaoh's army got around it. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. When Mary wore three links of chain, on every link was Jesus' name. Pharaoh's army got rounded. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. One of these nights about 12 o'clock. Waren Sie immer so langsam? Oder wollen Sie mir beweisen, dass Sie nicht betrunken sind? Ich fahre die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, Gnädigste. Wenn Sie nicht drüber wegkommen, dass ich gestern ein paar Bier zu viel hatte, dann setzen Sie sich woanders hin. Würde ich ja gerne, aber irgendjemand muss Sie ja im Auge behalten. Sind Sie immer so? Dann ist mir sonnenklar, dass Sie keinen Mann finden. Ich suche gar keinen Mann. Ein Glück für die Männer. Mit dem Schneckentempo kommen wir heute nicht bis Padua. Wollen Sie zu Fuß gehen? Gibt's ein Problem? Hoch würden mir es lieb, wenn mich Ihre Betschwestern beim Fahren nicht ansprechen würden. Das ist so eine Frechheit. Ich wollte nur helfen. Alles in Ordnung, Herr Pfarrer? Mir ist ein bisschen schwummrig. Sie haben ja hohes Fieber. Ich muss mir beim Küster angesteckt haben. Scheint so. Halten Sie an! Wir sind hier auf einer Startstraße, Verehrteste. Da kann ich nicht einfach so anhalten. Meinetwegen bitte keine Umstände. Wir sind eh spät dran. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Wir bringen Sie natürlich nach Hause.
Er will trotzdem mit uns nach Padua? Für ihn kommt die Gemeinde immer zuerst. Dabei gehört er eindeutig ins Bett. Wir sollten ihm sagen, dass wir alle die Reise abbrechen. Ich krieg nicht so schnell wieder ein freies Wochenende. Wenn er nach Padua will, sehe ich nicht ein, warum man ihn davon abhalten sollte. Sehe ich genauso. Das ist doch eine typisch männliche Ego-Nummer. Ich denke, hier sind alle so christlich mit Nächstenliebe und dem ganzen Tralala. Ist es Ihnen egal, wie es dem Pfarrer geht? Man ist krank und nicht unmündig. Man muss ihn weder bemuttern noch bevormunden. Bin ich froh, dass ich nicht in Ihrer Kompanie bin. Vor allem sollten wir jetzt nicht streiten. Warum machen wir nicht eine kleine Kaffeepause? Und danach stimmen wir ab. Gute Idee, so machen wir's. Wir haben uns noch gar nicht unterhalten. Mögen Sie einen Kaffee mit mir trinken? Sehr gern. Stellen Sie sich vor, als Kind wollte ich immer zur Bundeswehr. Meine Güte, sind ja alle heilig. Genau. Ich hole dem Pfarrer einen Kamillentee. Kann ich dir zur Hand gehen? Ich bin ziemlich gut im Tee tragen. Ja, gern. Wir beide sind übrig. Vielleicht ist das Padua-Prinzip. Gehen wir Kaffee trinken? Herr Jumbo, Sie brauchen sich keine Mühe zu geben. Wir kehren gleich um und dann sehen wir uns vermutlich nie wieder. Das sind ja düstere Aussichten. Ich gehe mich mal frisch machen. Sie mag mich. Sie weiß es nur noch nicht. Trinken wir einen Kaffee? Bin allein. Ach du. Geht's dir gut? Machst du was Schönes? Was soll ich schon Schönes machen? Ich sitze hier und warte, dass Robby zurückkommt. Aber Kind, auf den würdest du dich doch nicht noch mal einlassen. Sicher würde ich. Du, wir fahren eh zurück und dann komme ich bei dir vorbei, hä? Mama, bist du noch dran? Na, da bin ich aber froh, dass die Reise hier für dich zu Ende ist, Freundchen. Hä? Ich ruf gleich zurück, ja? Darf ich? Gern, danke. Oh, meine Heimatstadt. Sie wohnen in Padua? Ja, ich studiere in München, aber in die Semesterferien bin ich immer in Padua. Bei Ihrer Frau? Bei Mama. Sind Sie nicht verheiratet? Es war ja noch niemand gut genug für meine Mama. Ja, ich will. Wollen Sie? Ja, ich will. Wenn Sie sind in Padua, kommen Sie in unseren Restaurant vorbei. Mama kocht himmlisch. Du, Angeli. Zwei Engel. Das passt ja. Mama, kommst du? 2 Minuten. Ciao, cara mia. Moment! Rauchen oder trinken Sie? Es ist mir egal, ob alle Mädchen in deiner Klasse ein Brustwarzenpiercing haben. Woher weißt du das überhaupt? Nein, Annika, auch nicht, wenn du es dir zum Geburtstag wünschst. Wir können die Reise nicht einfach abbrechen. Ja, natürlich können wir. Oder wer will ernsthaft noch nach Padua? Die Mehrheit ist also dagegen. Nee, zähl mal nach, das ist unentschieden. 4-4. Also erstens haben sie den Fahrer mitgezählt und zweitens ist die Frau Glöckner auch dafür, dass wir umkehren. 5-3, ganz klare Mehrheit. Wer sagt denn, dass ich umkehren will? Aber Sie meinten doch, dass so ein Fieberschub ist doch meistens schnell vorbei, oder, Herr Pfarrer? Ja. Also, worauf warten wir? Pfarrer! Die Frau ist doch nicht so verkehrt. Ah. Darf ich mal? Im Sinne einer Pilgerreise ist alles richtig, was auf dem Weg geschieht. Es gibt vielleicht Umwege, aber niemals ernst zurück. Am Ende werden wir alle krank. Ach, Unsinn, wir knutschen ja nicht mit ihm.
Gefallen, wie Sie die Schafherde auf Kurs gebracht haben. Apropos auf Kurs bringen. Wir beide müssten mal ein Wörtchen miteinander reden. Muss gar nichts. Bin als Fahrer angestellt und nicht als Prügelknabe für Ihr Männerproblem. Sparen Sie sich mal Ihre Unverschämtheiten. Sie sind dafür zuständig, uns nach Padua. Lenalein? Du, ich komme jetzt doch nicht zurück. Mir doch egal. Schatz, das funktioniert mit dem Padua-Prinzip. Hundertprozentig. Ich bring dir jemand aus Italien mit. Versprochen. Und dann wirst du dich noch beim heiligen Antonius bedanken. Du bist irre. Shepherds lay there watching their silent flocks by night. Behold with glorious wonder upon the holy night. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Alles gut aus. Verstehe ich nicht. Wollen Sie mal schauen? Ich kann Ihnen das Verdauungssystem der Kakerlake erklären, aber mit der Technik habe ich es nicht so. Kennen Sie sich nicht mit Motoren aus? Ich bin kein Automechaniker. Ja, aber wenn man so einen Bus fährt. Ich mache das noch nicht so lange. Ach ja? Frau Gundula, wollen wir im Ort mal nach einem Abschleppdienst fragen? Abschleppdienst? Das dauert doch viel zu lang. Alle aussteigen! Sie natürlich nicht, Herr Pfarrer! Oh Gott, komm uns zur Hilfe! Herr, eile uns zu helfen! Du führst uns hinaus ins Weite! Vielleicht findet der heilige Antonius, dass wir lieber zu Fuß pilgern sollten. Oder er will uns bestrafen, weil wir den kranken Pfarrer nach Padua schleppen wollen. Das wird überhaupt nicht zu ihm passen. Er ist ein sehr großherziger Heiliger. Ich glaube, der schickt uns schon einen rettenden Engel. Grüß Gott. Wenn ihr jetzt ausschaut, kommt zur Werkstatt, gell? Wir haben's das nur erraten. Wir noch. Manchmal braucht man einen Wink von oben. Obwohl, bei dem Italiener habe ich gleich gemerkt, dass das ein netter Kerl ist. Da hätte ich die Vision gar nicht gebraucht. Entschuldigung. Kamillentee war leider aus. Ich habe Pfefferminztee für den Pfarrer gebracht. Halluzination an der Raststätte. Vielleicht liegt das ja an den Benzindämpfen. Sie verstehen mich nicht. Schade. Ja,
Schöne Kirche. Das Getriebe ist hinüber. Ein neues kriegt er frühestens morgen. Aber kann am Gasthof einen Sonderpreis aushandeln. Es gibt Umwege, aber kein Zurück. Oder, Herr Pfarrer? Natürlich gibt es ein Zurück. Davon fährt einmal täglich ein Bus Richtung München. Das holst du durch. Ach du Scheiße. Sehen Sie, auch wenn Sie nicht dran glauben, jetzt hat Ihnen der heilige Antonius Ihren Wunsch nach Ruhe erfüllt. Dieser Automechaniker ist ein komischer Typ. Wenn der uns mal keinen Bären aufgebunden hat. Du bist einfach zu misstrauisch, Mama. Gar nicht. Ich möchte nur schnellstmöglich nach Padua. Das ist auch der einzige Grund, warum ich diesen grässlichen Fahrer ertrage. Das ist ein Krimineller, sag ich dir. Nicht alle Männer sind Verbrecher. Natürlich nicht. Du zum Beispiel bist der reinste Engel. Ihre Übernachtungskosten reichen Sie einfach hinterher beim Gemeindebüro ein. Die werden Ihnen natürlich erstattet. Jetzt habe ich gerade mal geschaut. Da wäre noch ein Doppelzimmer frei für 65 Euro. 65 Euro? In so einer Kaschemme? Nein, danke. Aber wo wollen Sie denn dann wohnen? Sie können doch zu uns auf dieser Reise. Zu Ihren Halleluja-Genossen? Bestimmt nicht. Da bin ich ausnahmsweise ganz Ihrer Meinung. Also bitte, es wäre schon schön, wenn wir uns um ein friedliches Miteinander bemühen. Doppel als Einzel lasse ich einer für 50 Euro. Mit Frühstück. Ich schlaf im Bus. Punkt aus. Lasst uns beten. Heiliger Antonius, segne uns, die wir auf dem Weg zu dir sind. Hilf uns, alle Zweifel und Hindernisse zu überwinden, um zu dir und deiner Güte zu finden. Öffne unsere Herzen, sodass wir sehen, was gut für uns ist. Und so. Und uns abkehren von der Dunkelheit in unserer Seele. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 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 Wir lassen einen Moment Ruhe einkehren. Herr Fischer, haben Sie das bestellt? Geht Sie das was an? Dass Sie ganz gern meine und deinen verwechseln? Und ob mich das was angeht, vielleicht bin ich ja die Nächste, die Sie beklauen. Soll das ein Witz sein? Das nennen Sie klauen. Ich habe Sie an der Raststätte gesehen. Im Restaurant. Das war nicht, wonach es aussah. Ich habe mir das Geld nur geliehen. Ach, Sie haben den Herrn Jumbo gefragt. Das waren 10 Euro. Die kriegt er wieder, sobald ich meinen Lohn kriege. Das soll ich Ihnen glauben. Es ist mir vollkommen egal, was Sie glauben. Sie haben doch keine Ahnung, Sie begotte Benimmpolitesse. Sie können sich doch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man von einem Tag auf den anderen ohne einen Cent dasteht. Doch, kann ich. Ich bin gestern gepfändet worden. Finito für mein Busunternehmen. Meine Karten sind gesperrt, alle. Die Papiere gestern Abend, die musste ich anschreiben lassen. Und warum? Weil ich ein gutgläubiger Trottel war, darum. Und ausgerechnet ich fahre jetzt einen Betverein durch die Gegend, in dem jeder an die ach so tolle christliche Nächstenliebe glaubt und denkt, dass der heilige Antonius alle Probleme dieser Welt lösen kann. Ist doch absurd. Finden Sie nicht? Hätten Sie einen Ton gesagt, ich hätte Ihnen was geliehen. Ja, klar. Natürlich. Doch, hätte ich. Brauchen Sie noch was? Das ist jetzt auch egal.
Schneider macht keine Party bei uns. Hallo? Ist hier jemand? Was? Er hat sie im Internet angekündigt. Gib ihn mir mal. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht einen Föhn für mich? Darum muss ich schauen. Mein Sohn hat eine Horde hormonell verstrahlter Teenager zum Partymachen eingeladen. Das bedeutet so viel wie Drogen nehmen, Bude zerlegen, schwanger werden. Tommy, wenn das war's, was Annika sagt, dann hast du ein gewaltiges Problem. Entweder du stoppst das Ganze oder du hast Hausarrest. Und mit dem Gitarrenunterricht ist dann auch erstmal Schluss. Ach, wir wissen doch beide ganz genau, dass du hoffnungslos unbegabt bist und da nur hingehst, um deine Lehrerin anzuschmachten. Dann heul doch. Meine Güte. Ach, Sie denken, ich habe meine Kinder nicht im Griff? Im Gegenteil, ich denke, Sie machen zu viel Druck. Gegen Ihren Umgangston sind wir beim Heer auf Schmusekurs. Man merkt, dass Sie keine Kinder haben. Gerade Sie müssten doch wissen, dass sich Frieden nicht immer mit Friedfertigkeit erreichen lässt. Kinder sind keine feindlichen Staaten. Pubertierende Kinder schon. Sie, es tut mir leid, ich hab keinen Föhn. Ja. Sie können Ihre Haare doch an der Luft trocknen lassen. Zeit haben wir ja jetzt. Frau Glöckner, haben Sie zufällig mein braunes Mitgliederportemonnaie gesehen? Vorhin habe ich es noch gehabt und jetzt kann ich es nirgends finden. Vorhin? Als Sie sich um das Zimmer für den Fahrer bemüht haben? Ja, genau, da hatte ich es das letzte Mal in der Hand. Ach, herrje, das hätte sich jetzt wirklich sparen können. Wer? Ich weiß, wo Ihr Portemonnaie ist. So wie es aussieht, ist unser Fahrer in einer schwierigen Lage. Der Herr Fischer? Der ist völlig abgebrannt. Darum wollte er den Vorschuss haben. Bei Jumbo hat er sich auch schon bedient. Sind Sie da sicher? Ja, im Sinne unserer Reise wäre das jetzt natürlich völlig falsch, wenn wir das an die große Glocke hängen würden. Aber natürlich geht's nicht, dass uns alle reihum beklaut. Am besten wäre, Sie reden mal mit ihm. Da gibt er Ihnen bestimmt das Portemonnaie zurück. Oder wenn Sie ihm doch was vorstrecken. Von mir nimmt er ja nichts. Da ist er zu stolz, glaube ich. Vielleicht, wenn doch Sie lieber das. Sie sind der Pfarrer. Ja, ja, das ist wahr. Vielleicht, wenn ich mich erst einmal ein bisschen hinlege. Je früher, desto besser, denke ich. Aber die Andacht, das war schon. Also, das hat mich schon sehr angestrengt. Ja. Alles muss man selber machen. Sie sagt, er hat sich bei allen bedient. So einer hatte ich auch in meiner Kompanie. Und was haben Sie da gemacht? Ich weiß nicht. Ich finde, das passt nicht auf eine Pilgerfahrt. Genau, weil Jesus sagt ja auch, man soll die andere Wange hinhalten. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um andere potenzielle Opfer.
Genau, das ist ein Fall für die Polizei und nicht für den heiligen Antonius. Ja, aber außer Jumbo fehlt niemand was, oder? Ich bin mir nicht mal sicher. Und wenn, dann war es nicht viel. Und was ist mit dem Geld des Pfarrers? Wir müssen was unternehmen. Finde ich auch. Ist nur die Frage, was? Sollen wir nicht du sagen? Gern. Ich bin die Rosi. Werner. Ich bin Margitta. Ich finde, wir müssen ihm eine Chance geben. Wenn er zurückgibt, was er geklaut hat und sich entschuldigt, dann kann er uns doch meinetwegen nach Padua fahren. Ach so. Hauptsache, wir landen am Ende in Padua, egal ob wir unterwegs ausgeraubt werden oder was. Kommt er übrigens. Tag allerseits. Huch, ist schon wieder stilles Gebet. Hey, was war denn das? Das Spiel ist aus! Entweder du rückst raus, was du gestohlen hast, oder wir rufen die Polizei. Oh Gott, ich hätte es wissen müssen. Vom Rest habe ich mir ein paar Brötchen gekauft, verdammt nochmal. Ich hatte Hunger, na und? Diese verfluchte Benimmpolizesse. Das darf doch alles nicht wahr sein. Und was ist mit dem Portemonnaie des Pfarrers? Was? Ihr seid jetzt alle wahnsinnig geworden. Hier sind Sie, ich hab Sie überall gesucht. Müsst dringend mit Ihnen reden. Das konnten Sie wohl nicht für sich behalten, dass ich abgebrannt bin. Schreien Sie mich nicht an. Sie wollen mich wegen 10 Euro verhaften lassen. Sie sind ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Bei wem hat er sich noch bedient, Frau Glöckner? Moment mal. Irgendwas ist hier völlig durcheinander geraten. Ich bin ein bisschen durcheinander geraten. Falls es jemand interessiert, mein Portemonnaie ist wieder da. Ich hab's die ganze Zeit in meiner Hemdtaschen gehabt. Da tue ich es normalerweise nie hin. Das muss an der Krippe liegen. Ach, und da dachten Sie natürlich, ich hab's genommen, richtig? Nein! Ja, ich wollte Ihnen helfen. Auf Ihre Hilfe kann ich verzichten. Ich dachte, Sie haben gesehen, wie er das Geld genommen hat. Sie denkt immer gleich ans Schlimmste. Kann mir mal einer erklären, was das ganze Geschrei hier soll? Ich versuche zu schlafen. Es gab da ein blödes Missverständnis. Erklärst du es ihr, Werner? Seit wann duzt du ihn? Seit gerade eben. Kannst du auch machen. Hast du nichts dagegen, oder? Natürlich nicht. Vielleicht will ich ihn ja gar nicht duzen. Doro! Schlimm genug, wie du dich an ihn ranschmeißt. Also bitte, es muss doch möglich sein, dass wir uns alle vertragen. Entschuldigung. Oh, weia. Und wer entschuldigt sich jetzt bei unserem Fahrer? Ich mach das. Da hat er sicher total Bock drauf. Herr Fischer, Sie müssen mir glauben, dass es mir leid tut. Ich wollte Sie ja gerade schützen, aber ich hab's nur gut gemeint. Es kommt nie was dabei raus, wenn Ihr Christen es gut meint. Aber das können Sie doch so nicht sagen. Und ob ich das kann? Meine Frau, die war auch gläubig. Hat wunderbar funktioniert bei ihr. Die ganze Gehirnwäsche. Dass man sich immer um die anderen kümmern muss und nicht um sich selbst. Aber das ist doch eine schöne Einstellung. Ach ja, finden Sie. Meine Frau, die wollte ihrer Schwester unbedingt eine Niere spenden. Obwohl sie niemand unter Druck gesetzt hat. Ich habe ihr gesagt, ich habe kein gutes Gefühl. Sie ist bei der Operation gestorben. Oh Gott, es tut mir leid. Ich habe Jahre gebraucht, um drüber wegzukommen. Ich konnte nicht mehr arbeiten, nicht mehr schlafen, gar nichts mehr. Irgendwann habe ich dann dieses Busunternehmen gekauft und mich da voll reingekniet. Und das ist nun auch vorbei. Und nun stehe ich vor einer Horde Jesusanbeter als mieser kleiner Taschendieb da. Aber klar, Sie haben es ja nur gut gemeint. Schönen Dank auch. Das sollte eigentlich ein Wochenende für uns beide sein. Ist es doch auch. Ehrlich gesagt, habe ich gedacht, ihr würdet gut zusammenpassen. Deswegen habe ich mich um Werner bemüht. Kannst du nur. Arno und Klaus sind gerade mal ein Jahr tot. Ein Jahr und 11 Tage. Weiß ich nicht.
Leben geht tatsächlich weiter. Ich kann mich wieder freuen. Ich denke nicht mehr jede Sekunde an ihn. Und ich habe wieder Lust, mich zu verlieben. Und ich dachte, dir geht's genauso. Ich kann doch nicht meinen Mann betrügen. Schöne Frau. Hi, Michel, na, alles frisch in Bangladesch? Hallo und tschüss. Ich glaube, sie ist eher der Typ, bei dem Nein-Nein ist. Ach was, sie legt die Hürden nur hoch, damit man ordentlich um sie kämpft. Frauen lieben es, wenn man sich um sie bemüht. Fischer, warten Sie, ich habe Ihnen Frühstück gemacht. Auf die Mutter-Theresa-Tor kann ich verzichten. Also stellen Sie sich doch nicht so an. Sie müssen was essen, bevor Sie sich an Steuer setzen. Das Getriebe kommt erst heute Abend. Vor morgen früh wird das nichts mit dem Einbau. Morgen früh? Ja, tut mir leid, ich kann nicht hexen. Also da ist doch was faul. Ich riech das. Nicht schon wieder. Glauben Sie, dass jetzt noch irgendwer nach Padua will? Das wäre ein Pech aber auch. Warum ist Ihnen das eigentlich so wichtig? Sie wollen doch gar nichts vom heiligen Antonius. Hm. Ach so, ja, natürlich, Sie brauchen den Job. Unsinn. Der Lohn ist lächerlich. Davon kriege ich meine Firma auch nicht zurück. Dann warum dann? Mein bester Freund wohnt in Padua. Und der wird Ihnen weiterhelfen? Das hoffe ich doch. Wegen diesem Miskal bin ich meine Firma los. Ich habe ihm vor 3 Jahren Geld geliehen. Ziemlich viel Geld. Sollte nur zur Überbrückung sein. Er wollte seine Hühnerfarm vergrößern. Haben Sie einen Vertrag gemacht? Ich habe ihm vertraut. Ist das so schlimm? Aber er hat sie reingelegt. Als es dann geschäftlich eng bei mir wurde und ich das Geld brauchte, da ging er nicht mehr ans Telefon. Ich bin sogar hingefahren. Angeblich war er im Urlaub. Ich habe gehofft, ich erwische ihn diesmal. Ich wünsche es Ihnen. Ich erzähle Ihnen das nur, damit Sie mir nicht wieder die Meute auf den Hals hetzen, bevor wir da sind. Also ich persönlich will unbedingt nach Padua, egal ob heute oder morgen. Ich sorge mal dafür, dass die anderen das genauso sehen. Auf den einen Tag kommt es doch gar nicht an. Hauptsache, wir erreichen das Ziel unserer Reise. Nicht wahr, Herr Pfarrer? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher. So viele Steine hat uns der Antonius noch nie in den Weg gelegt. Sag, dass das nicht wahr ist, Annika. Alles in Ordnung, Frau Teichmann? Ist was mit Ihren Kindern? Ich habe eine Wolldecke, die hat meine Mutter für mich gehäkelt, bevor ich auf die Welt kam. Und die habe ich mein ganzes Leben lang bei mir gehabt. Die hat mich immer an sie erinnert. Wie schön. Mein Sohn hat eine Party gefeiert, obwohl ich sie ihm verboten habe. Und wie es scheint, ist sie dabei in Brand geraten. Gütiger Gott. Und der Rest der Wohnung? Ist er noch bewohnbar? Dann habe ich jetzt gar nicht gefragt. Meine Kinder haben mir die Reise als Entschuldigung geschenkt. Die haben meine teuersten Perlenohrringe im Internet verhökert. Aus Versehen. Für lächerliche 17 Euro. Ich hole Ihnen erstmal einen Kaffee. Schwarz. 2 Stück Zucker. Genau.
tut uns leid, aber wir fahren nachher nach Hause. Wir pilgern andermal mit nach Padua. Wenn wir beide so weit sind. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann komme ich mit euch mit, ja? Was ist denn los mit euch allen? Glaubt ihr denn nicht mehr an das Padua-Prinzip? Das hätte ich nicht gedacht, dass sie alle noch wollen. Bei Dora und Rosi konnte ich leider nichts ausrichten, aber zu Frau Teichmann habe ich gesagt, sie soll doch erstmal ihre Kinder das Chaos aufräumen lassen. So. Gut. Eigentlich wollen Sie sagen, das habe ich super hingekriegt. Wenn Sie denken, dass ich mich bei Ihnen bedanke, da können Sie lange warten. Hey, hier wird nicht geflirtet. Spielen Sie lieber mit. Mit mir kann er solche Sachen nicht machen. Ihm fehlt der Vater. Ich glaube, ich mache ein Foto für ihn. Wie funktioniert denn das mit dieser Kamera? Kennst du dich da aus? Was ist denn jetzt los? Warten Sie, ich stehe es aus. Also das ist ja... Was hat er sich denn dabei gedacht? Violetta, das tut mir sehr leid. Halb so schlimm. Dass Michel kein Heiliger ist, habe ich mir fast schon gedacht. Also der ist doch sonst nicht so... In der Schule haben mal ein paar Idioten beim Duschen Fotos von mir gemacht und sie dann ins Internet gestellt. Dagegen sind Michels Bilder echt harmlos. Er hat heimlich Fotos von dir gemacht? Ja, so heimlich nun auch wieder nicht. Ich habe sie gerade gefunden. Ui. Wo ist er jetzt hin? Sie wollen ihm doch nicht etwa nach? Doch, natürlich. Begreifen Sie das nicht? Er will sich in ein Mauseloch verkriechen. Sie sind doch die Letzte, die er jetzt brauchen kann. Ich bin seine Mutter. Ja, eben. Why don't you rock my soul? In the bosom of Abraham, you rock my soul. In the bosom of Abraham, you rock my soul. In the bosom of Abraham, Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? While you rock my soul. In the bosom of Abraham, you rock my soul. In the bosom of Abraham, you rock my soul. In the bosom of Abraham, Lord, you rock my soul. Well, the rich man lives. Why don't you praise King Jesus? When he lives so well. Why don't you praise the Lord? But when he dies. Why don't you praise King Jesus? Got a home in heaven. Why don't you praise the Lord? He said, you see yonder sun, see how many steps he ran. Don't you never let him catch you with your work undone. Well, the rich man lived till he lived so well, brother. But when he died, got him a home in heaven. I said, Lord, you rock my soul. Why don't you rock my? Why don't you rock my soul? In the bosom of Abraham, you rock my soul. In the bosom of Abraham, you rock. Lassen Sie Ihren Sohn doch in Frieden. Bosom of Abraham, Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Die große Liebe in meinem Leben, das sind nun mal meine Kinder. Ich bin ja auch wegen meiner Tochter mitgefahren. Glauben Sie, die ist nicht imstande, sich alleine jemanden zu suchen? Natürlich ist sie das. Aber ich habe furchtbar Angst, dass sie sich jemand sucht, mit dem irgendwas nicht stimmt. Das heißt doch immer, Töchter wollen einen Mann, der ist wie ihr Vater. Der war ein international gesuchter Frauenmörder. Ich glaube, er war schwach. Schwach? Er hat gespielt an diesen Automaten im Spielcasino. Immer wenn ich dachte, er macht gerade Überstunden. Sie haben das nicht mitgekriegt? Er war Gerichtsvollzieher, durch und durch zuverlässig, habe ich gedacht. Währenddessen hat er unser Haus verspielt. Ach, kommen Sie. Sie hatten wirklich keine Ahnung. Erzählen Sie mir doch nichts.
Haben Sie gewusst, dass Ihr bester Freund Sie übers Ohr haut? Und dann haben Sie sich von ihm scheiden lassen? Nein, er hat uns verlassen. Er ist von der Brücke gesprungen, von der Echelsbacher Brücke. Kein Abschiedsbrief, nichts. Erst habe ich gedacht, das muss ein Unfall gewesen sein. Und dann standen die Gläubiger vor der Tür. Da hatte ich gerade den teuersten Sarg ausgesucht. Mann, Mann, Mann. Und wie sind Sie dann wieder auf die Füße gekommen? Meine Tochter war 9, Michel 3. Ich muss doch für die beiden da sein. Ich war so wütend auf ihn. Warum hat er nicht mit mir geredet? Dann hätten die Kinder vielleicht ihren Vater noch. Das war das Schlimmste, dass ich ihn nicht ersparen konnte, ihren Papa zu verlieren. Ich hätte es merken müssen. Irgendein Hinweis hat es bestimmt gegeben. Vielleicht hätte ich irgendwas tun können. Des und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gesegnete Mahlzeit. Danke. Hat jemand meinen Sohn gesehen? Wir dachten, er ist bei ihm. Nein, ist er nicht. Michel! Abgeschlossen! Ich hol den Küster. Machen. Steh auf! Ist ja gut. Alles in Ordnung, Michelchen? Ich hab den Schlüssel! Sag mir jeder Michelchen zu mir. Pauline. Call. Die Karten bitte. Four of a kind.
Ich hab Sie unterschätzt, junger Mann. Da sind Sie nicht die Einzige. Moment noch. Sie sind zwar gut, aber nicht gut genug. Straight Flush. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg, gnädige Frau. Danke. Na, na, junger Mann. Der Spiel muss auch verlieren können. Spiel? Für mich war das mehr als nur ein Spiel. Hier ging es gerade um alles. Sie sind jung, Sie sind gesund, alles. Scheint mir ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Aber Lena ist alles für mich. Und sie wünscht sich jemanden, der ihr eine richtige Traumhochzeit bieten kann. Und weil ich das nicht kann, habe ich mir gedacht, dann erspiele ich sie ja eben. Und weil ich kein Geld fürs Turnier hatte, habe ich es mir von ihr genommen. Ohne vorher zu fragen. Ach, wahrscheinlich sind Sie eh zu alt, um zu wissen, was das bedeutet. Meinen Sie, Robby? Hallo? Entschuldigen Sie, wenn ich so spät noch störe. Darf ich mich kurz setzen? Ja. Vorhin ging alles so schnell. Ich habe mich noch gar nicht bei Ihnen bedankt. Wenn Sie nicht gewesen wären, ich weiß gar nicht, was passiert wäre. Nichts. Betrunkene haben einen Schutzengel. Sie waren der Schutzengel. Sehe ich so aus? Für mich ja. Jetzt reizt aber. Und wenn Sie sagen, Sie halten nichts von Nächstenliebe, dann ist es gelogen. Ja. Naja. Kann sein. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen, dass das funktioniert. Mit dem Padua-Prinzip. Für Ihre Tochter, meine ich. Das wünsche ich mir auch. Für meine Tochter. Ja, dann. Sie gehen jetzt wieder zu Michel? Ja. Ist ja klar. Gute Nacht. Für Sie auch. Am besten, du legst dich auf die Rückbank, ich gebe dir noch ein Aspirin und dann schläfst du die Fahrt über. Komm nicht in Frage, ich nehme den nächsten Bus nach Hause. Ganz allein. Er zu überleben. Mir wäre lieber, ich hätte dich bei mir. Ich weiß, Mama, aber ich kann nicht mehr machen, was du willst. Und wer soll sich zu Hause um dich kümmern? Niemand hoffentlich. Ich will meine Ruhe. Okay, mein Großer. So, das stimmt gleich. Du kommst nicht mit uns mit? Bin halt nicht so fit. Schade. Ich wollte noch sagen, dass da irgendwas mit meiner Kamera nicht stimmt. Die zoomt oft näher ran, als sie eigentlich soll. Das Problem kenne ich. Mein Bruder, der hat auch so eine Kamera und da scheint der Zoom auch zu spinnen. Der macht ganz ähnliche Bilder wie du. Würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Wenn du magst, dann komm doch mal in meinen Bibelkreis vorbei. Okay. Mal sehen. Shine this
shine everywhere I go. I'm gonna let it shine everywhere I go. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it. Servus. Fällt's dir, du hast noch was gut bei mir. Zwei Nächte die Bude voll. Das hat mir den ganzen Monat gerettet. Passt schon. Der Pfaffer hat mir anstandslos ein neues Getriebe bezahlt, obwohl ich den alten Schmarr noch zusammengepflickt hab. Alter Gauner, da, Alter. Ja, kriegst du das aber hin? Ja, kapiert. Servus. 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 Bitte. Michel, ist was passiert? Ich hab's doch gewusst. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Warum überholen Sie den nicht? Also in der Ortschaft. Also liebe Frau Klöppner. Links in die Via Albera. Ist das der richtige Weg zur Pilgerherberge? Wir sind sonst immer ganz anders gefahren. Doch, auf dieser Strecke sehen wir mehr vom mittelalterlichen Stadtkern. Aha. Dieser Schweinehund. Hier? Vor einem Jahr, da war das noch ein baufälliger Bungalow. Na, warte. Jetzt haben wir uns doch verfahren, gell? Nein. Ja, ich glaube, am besten wäre es, wir erkundigen uns nach dem Weg. Wir sind gleich wieder da. Du schuldest mir noch was! Verdammt nochmal! Rede mit mir!
Richtig kriminelle Energie hat der. Das kriege ich dir noch nie zu fassen. Ich dachte, ich schnapp ihn. Und ich dachte, sie halten sich einmal zurück. Tut mir leid. Ich habe ihnen ganz klar gesagt, sie sollen sich raushalten. Aber nein, Madame muss sich überall einmischen. Ich wollte ihnen helfen. Weil sie bei ihrem Mann nichts ausrichten konnten, haben sie sich anscheinend geschworen, keinen mehr in Ruhe zu lassen, ob er will oder nicht. Merken Sie nicht, dass Sie auf diese Art eine Katastrophe nach der anderen produzieren? Jetzt gehen Sie aber zu weit. Nein, Sie gehen zu weit. So schlimm genug, wie Sie Ihre Kinder kontrollieren und bevormunden. Ich habe da nicht die geringste Lust drauf. Ich bin immer noch der Fahrer hier. Frau Glöckner, wenn Sie keinen Busführerschein besitzen, dann können Sie... Ich liebe meine Kinder, ich tue alles für Sie. Im Falle eines Unfalls wäre man nicht versichert. Ich habe von Anfang an gesagt, ich suche keinen Mann. Oh. Oh. Dabei hätte ich bleiben sollen. Sogar Magitta hat sich beim heiligen Antonius bedankt. Weil ich es sehr großzügig finde, dass er sich um mich, alte Heidin, gekümmert hat. Wollen Sie nicht auch endlich zum Grab gehen? Nein, ich bin gerade nicht gut, auf den heiligen Antonius zu sprechen. Warum reden Sie nicht einfach mit ihm? Erzählen Sie ihm alles, was Sie auf dem Herzen haben. Vielleicht wollen Sie sich dann auch wieder mit unserem Busfahrer versöhnen. Das stimmt nicht. Ich muss jetzt ins Restaurant Due Angeli. Darf ich Sie begleiten? Ja, sehr hübsch hier. Das würde meiner Elena bestimmt gefallen. Buongiorno. Un tavolo per due persone? Sprechen Sie Deutsch? Un poco. Mein Sohn ist auf Universität in München. Ja, ich weiß. Kenn Ihren Sohn. Carlo? Carlo, ja. Ist er da? Später, er arbeitet. Dann warten wir hier. Sì, prego, comunque accomodatevi. Questo è un posto... ich bin gleich wieder da. Ecco, la signora posso essere intanto utile? Le posso portare qualcosa? Carlo, ich hab's satt. Du hast mir versprochen, diesmal sagen wir es deiner Mutter. Schnucki, das ist hier Italien. In Deutschland denke ich immer, wir sagen es ihr. Aber sobald ich hier bin... Weißt du eigentlich, wie weh das tut? Für meine Eltern bist du wie ein Sohn. Das weiß ich doch. Gar nicht meine Vision von der Raststätte. Das habe ich mir doch nicht nur eingebildet. Vielleicht brauchte es die Vision, damit Sie nach Padua fahren. Wie meinen Sie das? Ja, möglicherweise hat der heilige Antonius das ganz geschickt eingefädelt. Und es ging gar nicht um einen Mann für Ihre Tochter, sondern um einen für Sie. Naja, das Padua-Prinzip halt. Ich habe mir neulich was von dir geliehen, das wollte ich dir zurückgeben. Und die ist auch für dich.
Die kannst du behalten. Warte. Baby, ich weiß, du stehst auf dem Brautkleid mit Schleppe und einem Pferdekutsche und einem Märchenschloss und den ganzen Krims. Das ist zwar überhaupt nicht mein Geschmack, aber für dich mache ich alles. Das Schloss ist gebucht, du musst dir nur noch das Kleid aussuchen. Ich verstehe gerade gar nichts. Ich meine, willst du mich heiraten? Spinnst du? Du tust ja gerade so, als hättest du im Lotto gewonnen. Nee, verloren. Also beim Pokern. Und der Frau, die gewonnen hat, habe ich gesagt, dass ich um deine Traumhochzeit spiele. Und die kannte irgendwie deine Mutter total verrückt. Jedenfalls hat sie mir ihren Gewinn geschenkt, weil sie meinte, wir könnten damit mehr anfangen als sie. Krass, oder? Ich fasse es nicht. Heißt das ja? Ja? Baby, eins verspreche ich dir. So einen Unsinn mache ich nie wieder. Hättest du Bock, mal zum Bibelkreis zu gehen? Bist du noch ganz dicht? Meine Mutter. Geh ran. Später. Heiliger Antonius, du großer Helfer in allen Nöten, zu dem wir gehen, zu dem wir beten. Du Wiederbringer verlorener Güter, du weiser Gütiger, Vater der Armen, siehe und Suchende, hab Erbarmen. Wir haben verloren, was uns ward beschieden, Liebe und Eintracht, Verstehen und Frieden. Hallo? Ich bin's. Ach du. Du scheinst dich ja sehr zu freuen, mich zu sprechen. Findest du, ich misch mich zu sehr in dein Leben ein? Naja, ein bisschen schon. Ich bin schrecklich, oder? Nein, Mama. Du willst halt, dass alle immer nach deiner Fassung glücklich werden und das geht halt manchmal nach hinten los. Der Mann, den du heiraten solltest, da habe ich dir wohl zu viel versprochen. Das macht gar nichts. Das mit dem Padua-Prinzip hat trotzdem funktioniert. Wie meinst du das? Robby hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Was? Ich habe ja gesagt. Mama, bist du noch dran? Ja, bin ich. Bist du glücklich? Oh ja. Und wie? Wie schön, ich freue mich. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Grüß Robby von mir. Bitten kann ich ja trotzdem. Wegen ihr. Die Frau kann einen wahnsinnig machen. Ihretwegen ist mir Pauli heute entwischt. Das ist wirklich ein herber Schlag ins Kontor. Ist doch verständlich, dass ich mich da echauffiere, oder? Aber das ist nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist, dass ich sie verloren habe. Auf einmal fühle ich mich nur noch wie ein halber Mensch.
Ich wusste gar nicht, dass Sie auch beten. Naja. Im Notfall. Ich bin gerade schon erhört worden. Ja? Ich habe darum gebetet, was Verlorenes wiederzufinden. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie die Frau Glückner wieder hinter das Steuer setzt. Was hat er gesagt? Er freut sich, uns zusammenzusehen. Und, liebe Gundula, jetzt, wo die Lena offensichtlich den richtigen gefunden hat, denken Sie doch einmal ein bisschen an sich selbst. Die anderen, die kommen schon irgendwie zurecht. Sie das übersetzen. Was ist das da? Mhm. Deutscher Trickbetrüger raste mit 210 km/h durch Padua. Pauli S. 53, ist der, wurde nach einstündiger Verfolgungsjagd in seinem Ferrari überrettet. Pauli, jetzt läufst du mir nicht mehr davon. You can tell the world about this. Run and tell the nation about that. Tell him! Tell him of Jesus he has done. Tell him! Tell him that the Comforter, yeah, he has come. He brought joy, great joy unto my soul. Listen, my Lord knew what I needed most. Yes, he did. Oh, yes. Baptized me with the Holy Ghost. Yes, he did. Oh, yes, he did. He brought joy, great joy unto my soul. My Lord, he done just what he said. Yes, he did. Oh, yes, he did. He healed the sick and raised the dead. Yes, he did. Oh, yes, he did. He brought joy, joy in the evening, oh, yes, joy at midnight, oh, yes, he gave me joy, oh, yes, he gave you joy, oh, yes, he gave me joy, the, oh, yes, Lord brought great joy unto my soul. You can tell the world about this, run and tell the nation about that, tell him what Jesus he has done, tell him that the Comforter has come. He brought joy, great joy unto my soul. Hallo? Der Check, bitte. Was soll's? Die beiden passen wunderbar zusammen. Ich könnte den Pfarrer mal nach den Nummern von den beiden Frauen fragen, die zurückgefahren sind. Ich freue mich auf Magittas Rasselbande. Irgendwann erzähle ich ihr das auch noch von meiner Zeugungsunfähigkeit.
Mach, dass er nicht gleich wieder weg ist, wenn er Tommy, Annika und Nils sieht. Sorg doch bitte dafür, dass die drei sich einmal in ihrem Leben wie gut erzogene Kinder benehmen. Er soll gläubig sein und treu und super kochen können und toll küssen und Tango tanzen und sich nicht für Fußball interessieren. Ich sag mal Hut ab und danke. Bitte, bitte beschütze sie, wann immer sie sich hinter Steuer setzt. Wie kriege ich Michel bloß aus der Wohnung? Nicht, dass der uns jeden Abend auf der Pelle sitzt. Ich glaube, ich sollte ihm doch erlauben, abends länger wegzugehen. Danke, lieber Antonius, dass zu Hause keiner auf mich wartet. Eine Gemeinde ist manchmal mehr Beziehungsleben, als ich verkraften kann. Mama! Meine Süßen! Oh. Oh. sind Sie derjenige, welcher... gewissermaßen.